Meistens sprechen wir im Outdoor-Bereich über Rucksäcke, um unsere Sachen zu tragen. Haha, aber heute geht's um meine Brusttasche. Ich trage mein Zeug darin rum. Und wenn dich interessiert, was das kann, wo die Vor- und Nachteile liegen, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Ross vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun von Eli Context, das Brusttascherl im Bushcraft Style. Und ja, dieses Teil habe ich mir auf Amazon gekauft, aufgrund vieler Anfragen, die ich auch bekommen habe zu dem Thema. Diese Art von Taschen kenne ich schon länger und ich hatte vor 7-8 Jahren Kontakt mit einem amerikanischen Hersteller. Da wollte ich solche Dinge hier bei uns importieren, aber das war nicht so einfach und schwierig und sowieso und überhaupt und egal. Die hatten das in einer kleinen Version für Jogger, wirklich für Jogger. Hatten es dann in so einer Version für die Bushcrafter und in einer riesen Version, damit man so einen riesen Revolver drin verstecken kann für die Bärenabwehr. Das haben wir nicht. Aber der Punkt dabei ist, und daher habe ich das jetzt mit dem Revolver erzählt, ist, der Vorteil von diesem Ding liegt darin, dass ich einen schnellen Zugriff habe. Wenn ich das irgendwo da hinten stecken habe oder da oder so, aber das, da habe ich immer schnellen Zugriff drauf, auf meine Sachen, auf meine 100.000 Sachen, die ich brauche. Wir brauchen glücklicherweise keine Revolver zur Bärenabwehr, das ist praktisch. Aber wir haben trotzdem hier mit diesem Teil die Möglichkeit, schnell auf Dinge zugreifen zu können, dazu aber später. Also mir gefällt das Konzept. Und das zweite ist, ich kann trotz alledem einen Rucksack hinten drauf geben. Hast du ja gerade vorher gesehen. Das ist auch ein absoluter Vorteil. Und was mir auch irrsinnig taugt, ja, ist, ich habe normalerweise so Taschen, so Umhängetaschen, die auf der Seite hängen. Und da ist es, oder dieses Sling, das ich hier habe, und gebe da den Link dahin, dass ich mag das wirklich gern. Aber da merke ich halt, wenn ich einen Tag unterwegs bin und die ganze drauf, runter, hin und her, dass ich schon ein bisschen krumm werde. Bei dem hier ist es so, dass das Gewicht nach vorne verlagert ist. Und das bin ich sowieso gewohnt, weil ich da meine Wampe habe, also meinen Bauch, meinen Dickbauch sozusagen, mein Gewicht nach vorne gelagert habe. Das wird jetzt ein bisschen stärker, das heißt, ich muss meine Rückenmuskulatur stärken, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Das Gewicht ist einfach für mich zumindest meiner Meinung nach angenehmer verarbeitet. Du kannst das einstellen hier, das heißt, diese Tasche kann auch weiter nach oben gehen, was auch, du kannst sie ganz eng machen. Ja, dass sie, wenn du jetzt laufen würdest, dass sie nicht herumfällt. Für mich hat sich ganz einfach das hier, dieser Standort hier ganz einfach bewährt und ich werde es in den Langzeittest nehmen und dir beschreiben. Der nächste Punkt ist, du kannst trotz alledem auf deine Taschen zugreifen. Ich finde das einfach sehr, sehr gut gemacht. Es ist auch relativ einfach anzulegen und abzulegen. Ich gehe jetzt dann gleich darauf ein, wie das innen organisiert ist. Du kannst das runternehmen und die Sache ist erledigt. Und ich glaube, wenn man das ja ein bisschen spielt, könnte man es auch als Umhängetasche verwenden. Was es nicht hat, es ist kein Molle-System, das ist hier nicht vorgesehen. Dafür hier dieses, ja, wie ich meine, doch sehr angenehme Material, wenn man das hier trägt, dass das nicht so scheuert und das ist ganz gut gemacht. Und die Aufteilung zeige ich dir noch. Aber jetzt mag ich über einen Nachteil sprechen. Ich mag über einen Nachteil sprechen, und zwar über zwei. Das erste ist, du musst das immer einstellen, abhängig davon, was du anhast. Ja. Wenn du anhast nichts, nur ein Leiberl, dann musst du das enger stellen. Ja. Und wenn du eine Jacke anhast, dann musst du es weiterstellen. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Und das geht nicht so rasch wie bei einem Rucksack, wo man einfach anzieht. Oder hier zieht. Das ist halt so, aber okay. Und das nächste ist, es schaut ein bisschen deppert aus. Ja, in Österreich sagt man deppert, ich weiß nicht, wie das bei dir daheim heißt, aber das heißt einfach so ein bisschen wie das Känguru, gell? Ja, wie das Känguru, das eine Bauchtasche hat und das ein Baby drin hat. Ja. Also ich finde, dass das irgendwie ein bisschen komisch ausschaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, schreib mir bitte einen Kommentar dazu, aber irgendwie schaut das eigenartig aus. Aber ich habe trotz alledem gesagt, es ist mir egal, ich mache das jetzt. Und zwar auf Dauer, ich werde es das ganze nächste Jahr testen und dir dann wieder davon berichten, wie es war. Bei allen Survival-Trainings werde ich jetzt genau diese Tasche hier für meinen kleinen Kram haben und dir dann einfach beschreiben, wie es war. Ja, es schaut komisch aus. Aber das musst jetzt du entscheiden. Aber lass mal jetzt einmal das. Jetzt schauen wir rein, wie es aufgebaut ist. Ich habe jetzt die Tasche abgenommen, damit ich dir das besser zeigen kann, weil es ist sonst nicht so flexibel. So, wenn du aufmachst, ja, wenn du jetzt aufmachst, dann siehst du, dass die Tasche nicht ganz aufgeht. Die geht nicht ganz auf, und zwar, das hat einen ganz einfachen Grund, weil es da eine Kordel gibt, ja, also ein Schnürl, mit dem man einstellen kann, wie weit
per Definition sozusagen die Tasche aufgehen soll. Das hat den Vorteil, dass da halt nichts rausfallen kann. Also ich habe das halbwegs, ich habe das in dieser Position hier. Also wenn ich aufmache, fallen mir nicht gleich die Sachen entgegen. Aber das kannst du einstellen, wie du willst. Es gibt jetzt insgesamt zwei Fächer. Hier dieses Fach, ich gehe mal davon aus, dass die auch da sich gedacht haben, weil da ist so ein Klett drauf, dass man entweder Kletttascheln drauf geben kann oder es gibt also komische Holster für Kanonen. Ich glaube, dass Helikontex da auch an den amerikanischen Markt gedacht hat. Dann gibt es hier eben so eine Klarsicht-Tasche, da unten ein Klett, da kann man was reingeben. Helikontex spricht hier, dass man da Kartenmaterial reingibt oder sonstiges und ja, warum auch nicht, also zum Wandern. Ich finde, das ist sehr, sehr praktisch, also ich stelle dich jetzt wieder mal um. Du hast das hier, machst du auf und sagst, okay, wo ist die Karte und du hast gleich den richtigen Blick drauf. Also das finde ich sehr, sehr gut gemacht und das gefällt mir auch und ich werde das, wie gesagt, sehr intensiv testen und dir dann berichten. Von der Aufteilung her haben wir jetzt hier noch einmal unterschiedlichste Taschen. Ja, hier haben wir Taschen, dann sind da vorn auch Taschen aufgesetzt, dann sind hier Schlaufen aufgesetzt. Also organisatorisch gibt es da überhaupt nichts zum Herumsudern. Wenn du dieses Teil hier nicht haben willst, kannst du es auch ausfädeln. Das ist hier unten mit solchen Clips gegeben, also man kann das komplett ausfahren und hat dann eben nur diese Tasche. Und da glaube ich, dass das eben für Kanonen gedacht ist, weil da brauche ich das dann nicht, da brauche ich dann den Platz für anderes. Aber für uns Bushcrafter nicht relevant. So. Und auf der Außenseite hier haben wir auch Taschen, 1, 2, 3, 4 kleine Taschen. Da passt jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt da Pfeifferl reingeben oder da passt auch gut eine Taschenlampe rein, das geht sich alles gut aus. Da haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4. Dann haben wir noch einmal Haupttaschen dahinter gesetzt, 1, 2 und da oben etwas zum Zippen. Da passt auch noch einmal gutes Material rein, da kann man Geldbörsel oder USB-Sticks oder andere Dinge reingeben, die man nicht verloren haben wieder unter keinen Umständen. Also das geht alles sehr, sehr gut. Und es hat auch ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Das heißt, du kannst, was wirklich praktisch ist, ja, ist wirklich praktisch, dass man... Gut, dass sie zwei gemacht haben. Es gibt ja Hersteller, die bei ihren Taschen nur eines haben. Das finde ich irgendwie unpraktisch, besonders bei der Größe. Also du kannst das schön aufmachen. Und wenn du es anschaust, wirklich alles sehr schön verarbeitet. Wirklich sehr, sehr schön verarbeitet. Da haben die überhaupt nicht gespart. Auch der Zip ist jetzt, ich meine, wenn ich habe jetzt meine MIG 3.0 an. Du siehst, die ist halbwegs wasserdicht vielleicht ist übertrieben, aber sehr wasserfest. Ja. Das ist bei diesem Zip hier nicht der Fall. Es ist ein anderes Material. Aber trotz alledem, du siehst, es ist ganz wenig Spiel. Ja, ich muss es testen, wie es sich bei Regen verhält. Aber wasserdicht ist es sicherlich als solches nicht. Hier außen gibt es dann noch diese kleinen Molle-Schlauferln. Wobei ich mir da die Frage stelle, wie sinnhaftig das ist. Das werde ich alles noch testen und ausprobieren. Hier gibt es noch einen Molle, vielleicht gibt mir da was drauf. Das kann man schon sein. Ich will aber diese Tasche auch nicht zu schwer machen. Und hier unten gibt es auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel Textilien einzufügen. Ja, das kann man auch aufmachen. Es ist so ein Gummikordel dabei. Also alles in allem einmal ein solides Produkt und auch von der Qualität her absolut top. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, es ist zu früh, eine abschließende Bewertung zu machen und zu sagen, ist es jetzt super, ist es top, ist es flop? Mir gefällt das Konzept, ich werde das sehr intensiv jetzt testen, weil mir das einfach taugt vom Handling her und vom Zugriff her. Also in der Natur, ich meine in der Stadt würde ich nicht so herumlaufen, aber in der Natur auf jeden Fall. Ich finde keinen echten Konstruktionsfehler im Moment, etwas, was mir gleich sofort ins Auge hüpfen wird. Ich werde es ganz einfach testen und dir ganz einfach berichten und mag dir aber auch um etwas bitten. Hast du dieses Teil hier schon im Einsatz? Dann schreib uns bitte einen Kommentar, wie du das siehst, wo du die Vor- und Nachteile siehst und wie du das ganz einfach bewertest. Wenn du es nicht hast, dann schreib mir einen Kommentar, ob ich ausschaue wie ein Känguru oder nicht. Ob du die Vor- und Nachteile auch so siehst und wie du das meinst, das wäre super. Daumen nach oben oder unten. Link zum Produkt findest du unten. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Und jetzt gehe ich mit meinem Känguru-Beutel ein bisschen spazieren. Bis bald. Ciao.